Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verändern uns und unser Land verändert sich. Der heutige Vortrag ist eine Antwort darauf. Denn unsere Referenten, das Professorenpaar Marina und Herr Fritz Münkler, setzen sich mit einem der drängendsten Probleme der Gegenwart auseinander, der Flüchtlingsproblematik. In ihrem Buch »Die neuen Deutschen« haben sie auf die Veränderungen reagiert, die in den letzten Jahren für unser Land eingetreten sind und die Voraussetzungen einer gelingenden Integration im Kontext der Auseinandersetzung um die Flüchtlingskrise beschrieben. Ich glaube, es ist keine melodramatische Übertreibung, wenn man vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen zu dem Ergebnis kommt, dass Deutschland um seine Zukunft ringt. Wie diese gestaltet werden kann, versuchen unsere Referenten auszuloten. Dabei werden sehr interessante Gedanken und Ideen als auch praktische Vorschläge zur Lösung der Flüchtlingsproblematik vorgestellt. Die neuralgischen Punkte, wie zum Beispiel die Kölner Silvesternacht, werden dabei nicht ausgeklammert. Unsere Gäste lamentieren nicht, sie jammern nicht und sie gehen schon gar nicht irgendwelchen Ideologien auf den Leim. Stattdessen versuchen sie, konstruktive Lösungen zu finden, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen. Bevor ich Ihnen zu viel verrate, darf ich abschließend noch einige biografische Anmerkungen zu unseren Gästen machen. Marina Münkler ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden, an der sie den Lehrstuhl für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur am Institut für Germanistik bekleidet. In ihren Veröffentlichungen hat sie sich vielfältig mit der Erfahrung des Fremden befasst, so der Titel ihrer Studie über die Beschreibung Ostasiens in mittelalterlichen Augenzeugenberichten. Das Thema prägt etwa auch ihre Biografie über Marco Polo. Marina Münkler sammelte früh praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Migranten, als sie für Zuzügler Volkshochschulkurse gab. Daher kennt sie die Gefahr der Resignation auf diesem Feld. Herr Fritz Münkler, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, gehört seit 2004 zu unserem festen Referentenstamm. Mit dem heutigen Vortrag ist er bereits zum 7. Male bei der Stiftung Demokratie. In den vergangenen Jahren stellte er die zentralen Thesen aus seinen vielbeachteten Werken zur Diskussion, wie zum Beispiel die neuen Kriege, Imperien, die Deutschen und ihre Mythen oder der große Krieg, für den er 2016 mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Ich freue mich, dass Sie beide den Weg zu uns nach Saarbrücken gefunden haben und darf Sie ganz herzlich begrüßen. So, zum Ablauf noch eine kurze Anmerkung. Jeder unserer Gäste spricht etwa 30 Minuten. Danach schließt sich dann wie gewohnt eine Diskussion an. Ich darf nun Professor Münkler bitten, zu uns zu sprechen. Ja, seitdem wir das Buch geschrieben haben, seitdem es erschienen ist, hat sich die Stimmung in diesem Lande geändert. Das war zu erwarten. Im Prinzip haben wir, als wir das Buch geschrieben haben, die Absicht gehabt, gegen Resignation anzuschreiben. Denn es war klar von Anfang an, die Aufnahme, vor allen Dingen aber die Integration dieser großen Zahl von Gekommenen wird kein Verwaltungsakt sein, der relativ zügig abgewickelt werden kann, sondern es wird ein langer, mühseliger Prozess sein mit vielen Enttäuschungen und Rückschlägen. Und wenn jedenfalls an der im Prinzip richtigen Formel »Wir schaffen das« etwas grundsätzlich falsch war, dann die Nichtbeachtung dessen, dass die Mühen der Ebene, um mit Brecht zu sprechen, doch lange sein werden und groß.
Wir haben deswegen, als wir das Buch geschrieben haben, von Anfang an überlegt, wie man einen Hebel findet, um diesen Prozess der Integration in Gang zu setzen, zu bewegen. Ich werde jetzt zur Integration gar nicht viel sagen, weil in unserer innerfamilialen Arbeitsteilung das meine Frau vortragen wird. Gleichwohl, das war die Leitüberlegung. Wo ist der Hebel, welche Möglichkeiten gibt es und was steht dem entgegen? Welche Ängste werden entstehen? Insofern ist das schon erstaunlich, wenn Sie mal bei Emerson hineinschauen, wie Leserreaktionen auf unsere Überlegungen dort gebündelt sind. Leute, die ganz offen sagen, sie haben das Buch nicht gelesen oder sie haben nur eine Rezension dazu gelesen und dann über uns herkommen, wir seien naiv, ahnungslos und derlei mehr. Das zeigt jetzt gar nichts über unser Buch, sondern es zeigt gewissermaßen die Gespaltenheit dieses Landes angesichts einer der großen Herausforderungen, mit denen die Republik ganz zweifellos konfrontiert ist und die seitens der Politik über lange Zeit unterschätzt worden ist. Deswegen will ich zunächst ein paar Überlegungen vortragen zur Beobachtung von Migration und zum Problem der demografischen Reproduktion von modernen, fortgeschrittenen Gesellschaften und vielleicht, mir die Zeit das noch erlaubt, auch einen Blick werfen auf Probleme alternder oder gealterter Gesellschaften, was wir zweifellos sind. Migration hat es menschheitsgeschichtlich immer gegeben. Interessant für unser Thema ist dies ab dem späten 19. Jahrhundert, als sich Deutschland aus einem Auswanderungsland, das es eigentlich die längste Zeit des 19. Jahrhunderts gewesen ist, in ein Einwanderungsland verwandelt hat. Und das hatte mit dem Prozess der Industrialisierung zu tun. Seitdem sind eigentlich kontinuierlich nach Deutschland mehr Menschen zugewandert, als aus Deutschland weggewandert sind. Die kamen tendenziell bis 1945 oder man könnte auch vielleicht sagen bis Anfang der 50er Jahre, als die Zonengrenze ziemlich dicht gemacht wurde, oder bis 1961, als die Mauer gebaut wurde, zum überwiegenden Teil aus Mittelost- und Osteuropa. Das ist gewissermaßen das natürliche Reservoir für die deutsche Industrie in der Phase ihres Aufbaus gewesen. Ich meine, zeitweilig konnte man ja glauben, die Fußballmannschaft von Schalke oder Dortmund bestehe aus polnischen Nationalspielern. Das ist jetzt keine Beobachtung zu unseren Tagen, nicht, sondern ich anfing mich dafür zu interessieren. In der zweiten Hälfte der 60er hießen die Tilkowski, Konietzka und so weiter und so weiter. Also, die Behauptung, Deutschland sei kein Einwanderungsland gewesen, ist immer eigentlich eine politische Lebenslüge gewesen, jedenfalls auf die Bundesrepublik bezogen. Wir waren ein Einwanderungsland, wir haben davon gelebt. Und eine der entscheidenden Veränderungen war, als die Zuwanderung von Osten aus politischen Gründen, nennen wir es einfacher, den eisernen Vorhang zugemacht war, wurde sie umgestellt auf eine Zuwanderung aus dem Süden Europas, Italien, Spanien, Jugoslawien und die Türkei. Das also ist eine Zuwanderung gewesen, die wesentlich in unserem Interesse war. Aber sie war natürlich auch im Interesse der Länder, aus denen die Zuwanderer hierher kamen. Denn in der Regel haben die Rücküberweisungen dazu beigetragen, die soziale Situation in den Auswanderungsländern zu stabilisieren. Das ist eine Beobachtung, die zurückgeht bis ins 19. Jahrhundert, dass in der Regel einer, der aus Ostpolen, dem heutigen Ostpolen, also dem damaligen zarischen Russland, und der in Deutschland eine Arbeit gefunden hat, mit dem, was er entbehren konnte zur Lebensfristung hierzulande und was er dorthin rücküberwiesen hat, dort bis zu 8 Leute im Prinzip halten konnte.
dass die sich nicht auch auf den Weg gemacht haben. Ich erwähne das darum, um ein bisschen Sensibilität zu wecken für die Vorstellung, dass wenn die heute gekommenen Geld rücküberweisen an ihre Familien, dass das häufig ein sehr viel besserer und effektiverer Beitrag zur Stabilisierung der dortigen Situation ist, als Gelder, die über offizielle politische Kanäle dorthin fließen und häufig in den Taschen korrupter Eliten verschwinden, nicht? Wohingegen solche Formen des Geldtransfers halt unmittelbar bei den Familien ankommen. Sicherlich ist es auch so, dass Migranten oft die Funktion haben, die man in der Literatur Pioniermigranten nennt. Also die Ersten, die im Prinzip ein Gebiet erkunden und dann in die Heimat die Nachricht senden, es ist gut sein hier, nicht? Also wie das Josua und andere im Alten Testament berichten, als sie ins heilige Land, ins gelobte Land gekommen sind, und dann ziehen weitere nach. Also diese Doppelfunktion, nicht? Auf der einen Seite öffnen die Ersten eine Tür, auf der anderen Seite stabilisieren weitere dann den Herkunftsbereich, aus dem sie kommen. Das ist in der politischen Diskussion oft zu kurz gekommen. Also die Antwort auf die Frage, wie es gelingt, Gesellschaften, die in sich instabil geworden sind, sei es durch Krieg, sei es durch Dürrekatastrophen, durch Hungersnöte und ähnliches mehr, wie die stabilisiert werden können. Nicht? Und wenn Sie die gegenwärtige Diskussion beobachten, läuft die wieder im Wesentlichen darauf hinaus, dass die Bundesrepublik und andere Länder der Europäischen Union Abkommen schließen mit den Ländern, aus denen, sagen wir mal, zurzeit ist ja eher das subsaharische Afrika, die Sahelzone im Blickpunkt, aus denen diese Länder kommen, mit diesen Regierungen. Und wir können davon ausgehen, dass davon dann eher Gruppierungen bezahlt werden, die Flüchtlingsströme blockieren, als dass sie etwas zur Veränderung der sozioökonomischen Situation dort beitragen. Das ist eine eher unbefriedigende Situation, weil es keine nachhaltige Antwort auf die Herausforderung dessen ist, dass die Geburtenraten in diesem Raum sehr hoch sind und die Ressourcen dieses Raumes nicht hinreichend werden, die Bevölkerung, die dort entstanden ist und noch entstehen wird, wenn die gegenwärtige Entwicklung weiter anhält, dort zu halten. Vielleicht kann man hier etwas lernen aus jenen Zeiten, in denen die Europäer ausgewandert sind, also bis in die 1890er Jahre die Deutschen. Man schätzt so, dass ungefähr 1 Million Menschen aus Deutschland in die beiden Amerikas gegangen sind, also nicht nur nach Nordamerika, sondern auch nach Südamerika, insbesondere Argentinien und Chile, wo es relativ große deutsche Gemeinden gegeben hat und nach wie vor gibt. Etwas lernen daraus im Hinblick auf Ausgleich und Stabilisierung. Insgesamt kann man sagen, in der gegenwärtigen Situation kommen zwei Elemente zusammen. Die Krise einer Reihe von Ländern, also der Zusammenbruch der politischen Ordnung im Nahen Osten im Gefolge des arabischen Frühlings, von mir aus auch im Gefolge des amerikanischen Eingreifens im Irak, wie auch immer, unmittelbar sicherlich aus dem gescheiterten Versuch heraus, eine neue politische Ordnung dort zu errichten, einerseits. Und andererseits natürlich auch aus dem Umstand, dass wir, Deutschland, vor allen Dingen Deutschland, aber auch Schweden, attraktive Länder sind zum Zuwandern. Attraktiv nicht darum, weil wir prinzipiell so fremdenfreundlich sind. Das ist jetzt nicht unbedingt ein durchgängiges Charaktermerkmal, sondern eher darum, weil bei uns Arbeitskräfte fehlen. Schauen wir hin, haben wir also auf der einen Seite ein Problem bestimmter Räume, die ihre Bevölkerung entweder nicht ernähren können oder aber infolge von Krieg, Dürrekatastrophen in Situationen hineingeraten, in denen sie ihre Bevölkerung nicht halten können.
Und auf der anderen Seite die Länder des sogenannten Reichen Nordens, das gilt nicht nur für Deutschland, es gilt tendenziell für alle Länder des Reichen Nordens, am stärksten übrigens für Russland, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich biologisch zu reproduzieren, sondern wenn sie sich auf dem demografischen Niveau, das sie einmal erreicht haben, reproduzieren wollen, dann auf Zuwanderung angewiesen sind, das heißt sozial reproduzieren müssen. Das ist nichts Neues, nicht? Also Industrialisierung hier hat bereits so stattgefunden. Überall eigentlich in Europa sind die Industriezentren so errichtet worden. Zunächst einmal aus Binnenwanderung innerhalb des Landes, dann grenzübergreifende Wanderung. Aber natürlich haben wir ein Problem darum, weil diejenigen, die seit 2013 ungefähr gekommen sind, am Anfang eher in Zehntausender, dann in Hunderttausender Zahlen mit dem Peak von 2015, 2016, dass die im Prinzip nicht besonders passförmig sind für den deutschen Arbeitsmarkt. Also, darüber wird meine Frau dann mehr sagen, müssen wir sie passförmig machen. Heißt, wir müssen in sie investieren. Das ist jetzt aber keine pure humanitäre Aktion, dass man sagt, okay, ja, die armen Leute sind gekommen und jetzt wie schön wäre das für sie, wenn sie ein deutsches Zertifikat im Bereich etwa der Gesellen, des Gesellenabschlusses haben und ähnliches mehr oder eines Facharbeiters, sondern es ist im Prinzip der Versuch, Leute, die nun einmal zu uns gekommen sind, für unsere Gesellschaft passförmig zu machen, einerseits. Und andererseits sie in eine Lage zu versetzen, dass sie sich selber ernähren können. Also nicht in die sozialen Netze, auf Dauer jedenfalls nicht in die sozialen Netze dieses Landes fallen müssen, was ja auch unser Interesse nicht sein kann. Heißt, wir haben uns in dem Buch Gedanken gemacht, wie wir das, was nun einmal eingetreten war in diesem Zeitraum, in eine, wie man das nennt, Win-Win-Situation verwandeln kann. Man kann solche Konstellationen denken als Nullsummenspiel und es gibt politische Kräfte in diesem Lande, die im Prinzip Flüchtlingsbewegungen, die Ankunft als Nullsummenspiel beschreiben, nicht? Also sozusagen, es gibt 100% und wie sie verteilt werden, ist eine Frage des politischen Kampfes, aber es werden nie 105% oder 110%, sondern es bleiben dabei und was die einen bekommen können, die anderen nicht haben. Nun ist sozusagen die entscheidende strategische Herausforderung also die Verwandlung eines Nullsummenspiels in eine Win-Win-Situation, bei der aus Kooperationszusammenhängen oder der Befähigung der Leute, die nun einmal da sind bei uns, Bürger gemacht werden, die in dieser Gesellschaft zur, ich formuliere vorsichtig, Aufrechterhaltung unseres Wohlstandsniveaus beitragen. Nun könnte man dagegen einwenden, ja, muss das denn sein? Ist das nötig? Wir sind doch sowieso eigentlich mit 80 Millionen, sogar ein bisschen mehr als 80 Millionen, auf diesem kleinen Raum viel zu viele. Gibt doch gar nichts dagegen einzuwenden, wenn Deutschland etwas schrumpft. Es ist in mancher Hinsicht ökologisch, vernünftig und derlei mehr. Tatsächlich haben wir aber gar keine Vorstellung davon, was solche Schrumpfungsprozesse für eine Gesellschaft bedeuten oder welche Effekte eintreten, wenn wir in 10 Jahren nur noch 75 Millionen und in 20 Jahren, 25 Jahren vielleicht nur noch 70 Millionen darstellen. De facto läuft das auf eine Enteignung, Entwertung von Immobilien hinaus, und zwar in ganz großem Stil. Man kann das nachvollziehen, also wenn ich in Berlin nach Norden fahre, in das südliche Mecklenburg-Vorpommern komme, kann man im Prinzip Bauernhöfe für quasi nichts bekommen, weil dort keiner mehr sein will. Oder im Hunsrück gibt es solche Gebiete, auch in der Eifel. Also ist es kein spezifisch
ostdeutsches Problem. Das hat in mancher Hinsicht mit der Landflucht bei uns zu tun, nicht? Also der Zuwanderung in die Städte, die etwas mit der Effekt der Industrialisierung der Landwirtschaft, die nicht mehr so viel Arbeitskräfte binden kann. Aber es ist natürlich für die Betreffenden eine Katastrophe. Dann kann man sagen, solange im Prinzip die Ökonomie einigermaßen funktioniert und der Sozialstaat hinreichend Einnahmen hat, um solche Veränderungen abzufedern, ist das so schlimm nicht. Dann werden Ausgleiche bezahlt. Aber wenn solche Prozesse, ich sprach von 5 Millionen, von 10 Millionen, gewissermaßen das ganze Land in einem solchen Ausmaß erfassen, dann sind das auch Probleme für den Sozialstaat. Also sollten wir eigentlich ein Interesse, ein vitales Interesse haben, eigentlich im Sinne unserer eigenen Wohlstandssicherung, dass diese Leute nicht herumhängen, sich nicht langweilen, dass vor allen Dingen nicht die Fähigsten unter ihnen, die Tüchtigsten sagen, na gut, also dann war Deutschland für uns eine Zwischenstation und wir gehen weiter in die USA. Was man relativ häufig bei solchen Wanderungen beobachten kann, dass wir selten in der Lage gewesen sind, die Tüchtigsten zu halten, die dann in die USA weitergegangen sind. Kurzum, die Betrachtung von Migrationsprozessen ist gekennzeichnet durch Widersprüche, also Push-Faktoren. Das sind die Probleme der Herkunftsländer. Syrien nehmen wir mal als Beispiel. Oder von mir aus Somalia oder Eritrea, wo eine Verbindung von Krieg- und Dürrekatastrophe hinkommt. Und Pull-Faktoren, also dem Umstand, dass es da heißt, da oben im Norden, da gibt es Arbeit, da gibt es Möglichkeiten und wenn du tüchtig bist, steht dir dort die Tür offen. Kommt ja nicht von ungefähr, dass im Prinzip Sportler, insbesondere Fußballer, gewissermaßen als die Ikonen von erfolgreichen Pioniermigranten gelten. Das also miteinander zu verknüpfen und gründlich zu durchdenken, ist die Herausforderung, an der man arbeiten muss. Da ich zum Thema Integration jetzt nichts weiteres sagen will und sollte, auch nicht zum Thema Empowerment, also Befähigung, Investitionen in sie, ein paar Überlegungen noch kurz zur Frage, wie lässt sich Integration steuern? Also zweifellos ist es eine Ausnahmesituation gewesen, die dieses Land in 2015, 2016 zu verkraften hatte und die kann nicht auf Dauer gestellt werden. Denn selbst wenn Integration optimal funktioniert, sehr viel besser, als sie in den letzten 2 Jahren funktioniert hat, dann ist auch klar, dass nicht jedes Jahr 500.000, 600.000 dazukommen können. Das, glaube ich, ist allen politisch Beteiligten klar gewesen. Also muss man sich noch einmal überlegen, wie viel Zuwanderung brauchen wir? Wie muss ein Einwanderungsgesetz in unserem eigenen Interesse geschrieben, beschaffen sein, mit denen wir uns in die Lage versetzen, die tendenziell tüchtigsten Leute dieser Gesellschaften abzuwerben? Denn darauf läuft sowas hinaus, nicht? Also gelegentlich gesagt wird, aber Kanada mit seinem Punktsystem und Australien mit seinem Punktsystem stehen ja wunderbar da, dann ist das ja im Prinzip so etwas wie, na, sagen wir mal, der FC Bayern München, der immer in der Bundesliga herumguckt, wo sind die tüchtigsten Leute und dann kauft er sie raus, nicht? Und hinterher stehen dann die anderen Vereine ein bisschen düpiert da und kriegen gesagt, naja, wie kann das eigentlich sein, dass ihr 20 Punkte schon wieder zurücklegt und mehr. Also zu sagen, das ist ein Problem auch für diese Länder, wenn die tüchtige Leute verlieren. Aber wir können ihnen ja gewissermaßen nicht ansinnen, so zu verfahren, wie Weiland die DDR verfahren ist, die um die Abwanderung ihrer tüchtigsten Leute, insbesondere im Bereich der Ingenieure und der Ärzte zu verhindern, halt mit Minen und Stacheldraht das zugemacht haben.
Also müssen wir auch bereit sein, neben dem organisierten Zustrom von denen, die diese Länder auf ihre eigenen Kosten fit gemacht haben, einen Anteil aufzunehmen von Leuten, müssen nicht dieselben Länder sein, die im Prinzip durch uns erst fit gemacht werden, die als wirkliche Bürgerkriegsflüchtlinge kommen. Und das auszutarieren und dafür zu sorgen, dass zumindest die deutsche Ökonomie, die deutsche Gesellschaft auf Dauer in einem, wie die Ökonomen sagen, stabilen Gleichgewicht sich befinden, das scheint eine der Aufgaben zu sein, die die jetzt vielleicht demnächst gebildete Regierung zu lösen hat. Das wird sie aber nicht lösen können, allein als deutsche Regierung, sondern das wird nur im europäischen Zusammenhang möglich sein. Denn, meine letzte Überlegung, dass die Flüchtlingszahlen in 2015 plötzlich so hochgeschossen sind, hatte nicht unmittelbar etwas mit der Entwicklung in Syrien zu tun. Der Bürgerkrieg war schon vorher da, er war schon vorher grausam und er ist auch, nachdem die Flüchtlingszahlen wieder zurückgegangen sind, grausam geblieben, wie wir gerade gegenwärtig sagen, sehen. Sondern das war eine weiteren Sinn Entscheidung der Türkei, vermutlich von Erdogan direkt. Erstens, um sicherzustellen, dass die Europäer nicht sagen, naja, das ist halt ein Problem vom Libanon, von Jordanien und von der Türkei und die sollen mal zusehen, wie sie da mit den Flüchtlingen dieses Raumes umgehen, sondern sich finanziell stärker engagieren. Und zweitens ein Druckmittel sicherlich, um in den Verhandlungen mit den Europäern, die sich um ganz andere Fragen drehen, möglichst stark dazustehen. Also hat er, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, den Stöpsel rausgezogen. Und als dann das EU-Türkei-Abkommen geschlossen ist, zeigte sich, er kann den Stöpsel auch wieder hineinstecken. Das sollten wir nicht vergessen. Also ich habe mich in anderen Zusammenhängen relativ intensiv mit Geografie und Politik, also Geopolitik, beschäftigt. Und die Türkei liegt nun einmal in einer Position an der sehr weichen und verletzlichen Südostflanke der Europäischen Union und kann dieses Spiel jederzeit wiederholen. Das heißt, ob wir den Erdogan jetzt mögen oder nicht mögen, in einen ziemlich unangenehmen Stinkefinger finden oder aber einen, der den Türken Selbstbewusstsein gegeben hat, das ist alles egal. Wir sind im Prinzip auf die angewiesen. Und das ist vielleicht eine bittere Pille dabei, die deutsche Politik in der nächsten Zeit nachhaltig beeinflussen wird. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Nicht nur in der Frage, wir überweisen euch Geld, sondern wir müssen auch mit euch kooperieren in anderen Fragen, um Zugang zu Entscheidungen oder Gehör bei Entscheidungen zu finden, die dort getroffen werden. Das ist, wenn Sie so wollen, die genuin politiktheoretische Disposition, also geopolitische Lagen. Und wenn wir das nicht im Auge haben, dann werden wir vermutlich wieder erpressbar sein. So viel zunächst zur Frage der Migration. Integration haben wir arbeitsteilig georganisiert. Sie sehen mir nach, wenn ich mir zuerst noch mal etwas Wasser einschenke. So, ich versuche das mal auf meine Höhe zu bringen. Ist das in Ordnung so für Sie? Können Sie es jetzt hören? Okay, gut. Also mein Job in unserer Arbeitsteilung ist, Vorüberlegungen anzustellen zu einer erfolgversprechenden Integration. Als wir das Buch geschrieben haben, im Winter 15/16, da waren diese Überlegungen sozusagen gespeist aus den Erfahrungen früherer sogenannter Flüchtlingskrisen, denn die von 2015 war ja mitnichten die erste. Wir hatten ja nicht nur Arbeitszuwanderung und auch angeworbene Migranten über Jahrzehnte in der Bundesrepublik, sondern wir hatten auch mehrere
Flüchtlingskrisen. Wir haben in den frühen 80er Jahren schon mal relativ viele Afghanen gehabt, die zu uns gekommen sind. Wir haben in den frühen 90er Jahren wieder welche gehabt. Wir haben aus unterschiedlichen Ländern öfter mal das Ansteigen von Asylbewerberzahlen bis hin zu 500.000-600.000 erlebt. 2015 bildete mit 890.000 eine Spitze, war aber eben mitnichten das erste Mal. Die Frage ist, ob eigentlich die Bundesrepublik in der Lage ist, aus der Situation, die sie schon mehrfach erlebt hat, zu lernen. Das schien uns das Wichtigste zu sein, dass man lernt aus dem, was man schon mal erfahren hat und was dazu gehörte. Übrigens war das grundsätzliche Ansteigen von rechtspopulistischen Bewegungen. Viele von Ihnen haben vielleicht schon vergessen, dass es die Republikaner und andere gegeben hat. Die sind eigentlich immer dann hochgekommen, wenn wir höhere Flüchtlingszahlen hatten in der Bundesrepublik grundsätzlich. Und von daher wäre es angezeigt, nach zwei Seiten Überlegungen anzustellen im Hinblick auf Integration. Zum einen, wie kann man sie so erfolgreich gestalten, dass man diesen Bewegungen das Wasser abgräbt? Und zum anderen, wie kann man sie so gestalten, dass insgesamt das Land davon profitiert? Dabei gibt es ein paar Hinderungsgründe. Und einer davon ist unser Asylrecht. Nicht, dass unser Asylrecht grundsätzlich schlecht wäre, das wollten wir mitnichten sagen. Im Gegenteil, wir haben auch trotz der sehr vielen Einschränkungen, die es ja schon in den letzten Jahrzehnten und in Sonderheit in den letzten Jahren gegeben hat, immer noch ein relativ großzügiges Asylrecht mit einem Problem, nämlich, dass wir Asyl- und Flüchtlingsrecht verbinden. Andere Länder haben das so nicht. Da kann man entweder Asyl beantragen oder aber man meldet sich als Flüchtling. In der Bundesrepublik ist es so, dass eigentlich grundsätzlich alle in das Asylbewerberverfahren hineinkommen und innerhalb des Verfahrens dann entschieden wird, ob sie einsortiert werden als Asylberechtigte, potenziell aussichtsreiche Asylberechtigte oder aber Flüchtlinge, die einen subsidiären Schutzstatus genießen. Oder aber in solche, von denen man annimmt, dass ihr Asylantrag keine Chance hat, dass sie auch keinen wirklichen subsidiären Schutz genießen. Das macht man jetzt mit einem relativ großen Anteil der Afghanen, dem man sagt, es gibt in Afghanistan sichere Gebiete und von daher kann man denen das nicht zugestehen. Und das ist sehr folgenreich. Das ist folgenreich nämlich für sämtliche Maßnahmen, die dann ergriffen werden. Denn Anspruch auf Deutschkurse, Anspruch auf Integrationskurse haben nur diejenigen, die entweder schon eine Asylbewilligung haben oder die aussichtsreich sind oder aber diejenigen, bei denen man davon ausgeht, dass sie länger bleiben werden, weil ihr Schutzstatus als Flüchtlinge das wahrscheinlich macht. Jene aber, für die das nicht gilt, und das ist beispielsweise für einen großen Teil der Afghanen so, die bekommen keine Deutschkurse, die haben keinen Zugang zu Integrationskursen, die bekommen aber auch keine Aussicht auf eine Arbeitserlaubnis. Das heißt, diesen Leuten wird es verwehrt, sich zu integrieren. Das macht man mit der Annahme, die würden dann ja relativ bald wieder zurückkehren, versucht ja auch teilweise sie abzuschieben. Es zeigt sich aber in der Erfahrung, und das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten davor schon gezeigt, dass es relativ schwierig ist, tatsächlich solche Abschiebungen durchzuführen. Bedeutet, dass wir aus den letzten Jahrzehnten hier teilweise, das galt etwa für die Libanesen, einen Status der Duldung hatten, der ihnen Arbeitsaufnahme unmöglich gemacht hat zu einem großen Teil, der nicht dazu geführt hat, dass sie in irgendwelche Kurse reingekommen sind und letzten Endes eigentlich alle die Probleme uns beschert hat, die jetzt beklagt werden allenthalben. Deswegen haben wir in dem Buch dafür plädiert, diese behördliche Unterteilung zwischen Asylberechtigten, Geduldeten und auch Illegalen komplett aufzuheben. Die USA haben das übrigens unter Obama so gemacht. Die haben den Kindern von Illegalen den Schulzugang ermöglicht und haben keinerlei Nachforschungen darüber angestellt, wie die ins Land gekommen sind. Und das hat den großen Vorteil, dass man, da man ja nicht weiß, ob es einem gelingt, die Leute abzuschieben oder ob sie, wenn sie asylberechtigt sind, wieder gehen wollen nach einiger Zeit, dass man nicht von Anfang an eine Sortiermaschine anschaltet, die bei zwei Dritteln der Antragsteller dazu führt, dass sie nicht integriert werden.
Und dann haben wir uns überlegt, was muss eigentlich die Priorität sein in der Integrationsarbeit. Es ist ja sehr viel von kultureller Integration in den letzten Jahren die Rede, aber Kulturen muss man sich eigentlich vorstellen wie Eisberge. Sie sehen von einer Kultur, wenn Sie als Fremder in eine andere Kultur kommen, so die Spitze, ein wenig sehen Sie davon. Und alles andere erschließt sich Ihnen nicht. Es ist eigentlich ein großes Rätsel, warum die Deutschen bestimmte Dinge in einer bestimmten Weise machen. Das versteht man als Fremder nicht so ohne weiteres. Und eigentlich muss man das Verstehen lernen, indem man in dieser Kultur lebt. Wie aber kann man leben in einer Kultur, wenn man die Sprache nicht beherrscht und wenn man keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat? Deswegen haben wir gesagt, das muss man an die erste Stelle rücken. Sprachkurse, Zugang zum Arbeitsmarkt möglichst schnell, um zu verhindern, dass die Leute passiv werden, lethargisch werden, letzten Endes dann irgendwann nicht mehr wissen, was sie hier eigentlich wollen und warum sie eigentlich hier sind. Und auf diese Weise sozusagen auch eine Art von Möglichkeit zu erzeugen, sich tatsächlich in diese Kultur hineinzubewegen, aber nicht, indem man am Anfang Kultur als eine Barriere quasi errichtet. Und deswegen waren wir auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, mit Gratifikationen zu arbeiten. Also diejenigen, die möglichst schnell das Deutsche erlernen. Und da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Manche Leute tun sich leichter und manche Leute tun sich schwerer, die deutsche Sprache zu erlernen. Und unsere Idee war, wir sollten diejenigen mit Gratifikaten, also einem noch schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt ausstatten, die in der Lage sind, schnell Deutsch zu lernen. Denn das bewirkt einen Sogeffekt bei den anderen. Wenn man sieht, okay, das ist ein erfolgreiches Modell, so kann man was erreichen, dann ist das für andere natürlich attraktiv, sich mehr anzustrengen. Nun gibt es dagegen ja natürlich ein paar Einwände. Der Haupteinwand sind die Parallelgesellschaften, von denen so viel gesprochen wird. Zunächst einmal kann man sagen, da komme ich quasi nochmal auf das Thema der Migration zurück, aber es wird ja immer als ein Integrationsthema besprochen, dass Menschen einfach gerne dorthin ziehen, wo schon andere leben, deren Sprache sie sprechen. Das machen übrigens alle Migrationsgesellschaften. Also wenn die Deutschen irgendwo in größerer Zahl hingezogen sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann haben sie deutsche Gemeinden gebildet. Denen haben sie auch am liebsten deutsche Namen gegeben. Und sie haben gerne ihre eigene Sprache gesprochen. Das ist ein ganz übliches Verfahren. Also meine sprachwissenschaftlichen Kollegen an der TU Dresden, wenn die sich informieren wollen über das Hunsrückische des 19. Jahrhunderts, dann fahren sie nach Südamerika. Da gibt es nämlich hunsrückische Gemeinden, die haben sogenannte Sprachinseln, das ist der Fachterminus dafür, gebildet. Und die sprechen das Hunsrückische noch so wie im 19. Jahrhundert. Und dann kann man das sehr schön untersuchen. Das heißt, was haben die gemacht? Sie haben eine Parallelgesellschaft gebildet. Sie haben ihre eigene Sprache bewahrt. Sie haben auch bestimmte Bekleidungs- und Ernährungsstile bewahrt. Das war ihnen wichtig. Das hat nun nicht unbedingt verhindert. Und der Blick auf solche Parallelgesellschaften ist vielleicht hilfreich darauf, dabei das zu sehen. Das hat nicht unbedingt behindert, dass sie sich auch in die andere Gesellschaft integriert haben. Denn das wollten sie ja. Sie wollten nämlich arbeiten und Geld verdienen. Das war ja im 19. Jahrhundert der Grund, warum Europäer, Deutsche, Franzosen, Schotten, Italiener aus Europa ausgewandert sind. Sie wollten sich anderswo ein besseres Leben aufbauen. Man könnte auch sagen, das waren alles Wirtschaftsflüchtlinge. Tatsächlich waren es Arbeitsmigranten und die haben in der Fremde zunächst einmal mit ihrer Parallelgesellschaft eine Zuflucht gesucht, eine Suche nach Vertrautheit. Und dann kommt es immer darauf an, wie reagiert eigentlich die aufnehmende Gesellschaft auf solche Phänomene. Je stärker die aufnehmende Gesellschaft dann mit Ausgrenzung reagiert und sagt, okay, die bilden da so ein Nest von Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die sind auch alle gefährlich. Solche Erzählungen finden Sie in allen Gesellschaften, die das Ziel von Migranten sind. Festzustellen, die seien potenziell gefährlich, das ist eines der ganz großen Narrative. Und dann wird das im Prinzip, der Begriff der Parallelgesellschaft, zu einem politischen Kampfbegriff. Zentral ist aber, dass man diese teilweise zunächst einmal gewollte, teilweise dann aber auch aus ökonomischen Gründen erzwungene Zusammenwohnstruktur
von Migranten aus bestimmten Gegenden, dass man auf die nicht mit Abgrenzung und Ausgrenzung antwortet, sondern ganz im Gegenteil, ganz gezielt Maßnahmen ergreift, den Leuten, die in solchen Parallelgesellschaften leben, die Möglichkeit zu eröffnen, anders sich zu orientieren. Und dafür sind beispielsweise Schulen ein guter Ort. Nun werden Sie sagen, Schulen, na ausgerechnet, aber an den Schulen, da sehen wir doch das Problem ganz genau der Parallelgesellschaften. In der Tat, wenn Sie darauf nicht reagieren, wenn es keine staatliche und gesellschaftliche Reaktion darauf gibt, dann haben Sie gelegentlich einen Anteil, gibt es in Berlin, gibt es in vielen großen Städten, von Schülern, die nenne ich einfach nicht Deutschmuttersprachler sind. Denn wo die nun eigentlich herkommen, ist relativ egal. Wenn sie als Kind in einer Schule sind, wo x Sprachen gesprochen werden und ungefähr 80% Nicht-Muttersprachler sind, der Unterricht aber auf Deutsch erteilt wird, ohne dass man vorher dafür gesorgt hat, dass diese Kinder dem Unterricht auch folgen können, also indem man ihnen entsprechende Vorklassen gegeben hat. Das sind alles Errungenschaften der letzten Jahre, hat es vorher nicht gegeben. Man hat permanent Schüler eingeschult in deutsche Schulen, ohne sich zu fragen, wie die dem Unterricht denn eigentlich folgen können sollen. Und da ist das Problem sozusagen, wenn die Aufnahmegesellschaft sich nicht darauf eingestellt hat, eine Einwanderungsgesellschaft, sei es von Arbeitsmigranten oder von Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, geworden ist. Und das führt dann dazu natürlich, dass diese Kinder keinen Schulerfolg haben, dass ihr Kontakt mit Deutschen relativ gering ist, schwierig ist und dass auf diese Weise das, was eigentlich ein Integrationsmotor wäre und sein müsste, nicht funktioniert. Das heißt, das Problem der Parallelgesellschaften sollte man sinnvollerweise aus wohlverstandenem Eigeninteresse nicht behandeln als eines, das man benutzt, um zu sagen, die Migranten wollen sich halt nicht integrieren, das sieht man an den Parallelgesellschaften, sondern als eines, die man zunächst einmal als ein Normalphänomen begreift und dann sagt, okay, und die Effekte, die solche Normalphänomene haben, da wo sie schwierig werden, also in der Schule oder aber durch mangelnden Sozialkontakt ganz grundsätzlich zur Menschen der Aufnahmegesellschaft, darauf sollte man dann reagieren. Denn ansonsten produziert man eigentlich das, was man beklagt, nämlich einen bestimmten Sozialtypus, der sich eine eigene Werteordnung zurechtzimmert und dann nur noch dieser eigenen Werteordnung folgt. Das ist das, was wir beschreiben als Parallelgesellschaften üblicherweise, wobei wir aber den Anteil, den die deutsche Gesellschaft selbst an der Produktion einer bestimmten Form von Parallelgesellschaft hat, nicht mitbedenken. Deswegen haben wir uns überlegt, was muss man eigentlich machen oder wie kann man eigentlich es erreichen, dass Menschen sich gut integrieren. Unter diesem Aspekt haben wir uns auch ein paar verschiedene andere europäischen Gesellschaften angeschaut. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich das Wichtigste für die Integration in einem anderen Land, wenn man davon ausgehen muss, dass man länger bleibt und vielleicht dauerhaft dort bleibt, dass das eigentlich der Arbeitsmarkt ist. Dort, wo unser Arbeitsmarkt funktioniert hat, das war in den frühen Anwerbephasen in Südeuropa und dann in der Türkei der Fall, da hat die Integration über Arbeit jedenfalls ganz gut funktioniert. Was gefehlt hat, waren bestimmte Formen der gesellschaftlichen Integration über Vereinsleben und anderes mehr. Das hat bei den Bergleuten teilweise hat es ganz gut funktioniert. Das gilt aber nicht für alle. Und doch kann man sagen, Menschen, die auch den Anspruch haben, wenn sie ihr Land verlassen, dass sie anderswo sich etwas aufbauen wollen, dass sie in der Lage sein wollen, tatsächlich ihre Subsistenz selbst zu fristen und nicht eigentlich staatlich ausgehalten werden wollen, denen muss man auch Möglichkeit geben, in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Das aber hat eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik seit dem Anwerbestopp nicht mehr funktioniert. Die einzige Zugangsmöglichkeit beispielsweise für nachgeholte Ehefrauen, das war ja der einzige Weg, überhaupt noch in die Bundesrepublik kommen zu können, oder auch nachgeholte Ehemänner, denn es gab ja natürlich auch Frauen und Töchter,
war eben durch Heirat. Aber auch für die Leute, die auf diesem Weg hierher gekommen sind, gab es keinerlei Integrationsmaßnahmen, kein Deutschkursangebot und es gab vor allen Dingen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Seit den 70er Jahren haben wir Gesetze, die es den Frauen von die auf dem Wege des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen sind, verboten haben, für 5 Jahre Arbeit aufzunehmen. Ein Verbot von 5 Jahren wirkt natürlich dauerhaft in aller Regel. Es führt dazu, dass diese Frauen nicht arbeiten können, dass sie nicht in der deutschen Gesellschaft ankommen können. Und das hat dann natürlich den Effekt, dass die sich irgendeine Form von Identität suchen müssen. Ihre heimatliche, die können sie nicht so einfach fortsetzen. Hier haben sie keine. Was bleibt ihnen dann anderes als der Bezug auf eine Tradition, deren Teil sie gar nicht mehr sind? Und diese Aspekte, also dass Arbeit als Identitätsangebot eigentlich sehr positiv gewirkt hat, dass man aber aufpassen muss, dass man nicht zu viele Leute davon ausschließt. Und das gilt eben nicht nur für nachziehende Ehefrauen, sondern vor allen Dingen für Flüchtlinge. Die Asyl- und Flüchtlingspolitik seit den 80er Jahren hat darauf gesetzt, zu verhindern, dass die hier Arbeit aufnehmen können. Das lief unter dem Obertitel Wirtschaftsflüchtlinge und die wollen in den hiesigen Arbeitsmarkt hinein. Und das hat zu der Konsequenz geführt, dass man letzten Endes dafür gesorgt hat, dass diese Leute in den Sozialsystemen gelandet sind. Und das hat Integration enorm erschwert. Es hat natürlich einen schiefen Blick auch auf diese Leute erzeugt. Wenn sie nicht selber nicht arbeiten, dann hat man das Gefühl, die hängen hier nur rum, die machen nichts. Dass das aber Folge von gesetzlichen Regelungen gewesen ist und nach wie vor ist, das zeigt sich eigentlich, wenn man darüber diskutiert, dass das relativ unbekannt ist. Und am Beispiel von Frankreich kann man sehen, dass eine Zuwanderung, die nicht über den Arbeitsmarkt integriert, ausgesprochen viele Probleme produziert. Bei uns wird ja relativ häufig eingewendet, Problem der Integration sei auch die Sprache, die würden die Sprache nicht schnell genug lernen oder sie könnten sie gar nicht erlernen. Dieses Problem haben ja die Franzosen im Großen und Ganzen nicht, denn das, was bei ihnen zuwandert, sind größtenteils Menschen aus dem frankophonen Afrika, aus ihren früheren Kolonien. Die haben sie aber weitestgehend in die Banlieues, die ja auch mit Grund so heißen, verbannt und haben verhindert, dass die in den Arbeitsmarkt kamen. Und das hat die Sache hochproblematisch gemacht und sehr viel problematischer an Parallelgesellschaften als das, was wir in der Bundesrepublik haben. Wenn man sich nun den Kontext anschaut von Asylverfahren und Arbeitsmarkt, dann kann man sagen, die Schweden haben eine gute Sache gemacht. Die haben nämlich denjenigen, die als Asylbewerber zu ihnen gekommen sind, ermöglicht, innerhalb des Verfahrens einen Spurwechsel vorzunehmen. Wenn sie also feststellen mussten innerhalb des Verfahrens, dass sie relativ wenig Aussichten hatten, dann konnten sie sagen, okay, sie ziehen den Asylantrag zurück, sie möchten in Schweden arbeiten. War eigentlich staatlicherseits eine gute Idee, hat aber nicht irrsinnig gut funktioniert, aus dem einfachen Grund, dass die Schweden zu hohe Sozialstandards haben. Die haben so hohe Sozialstandards, dass es eigentlich fast wieder verhindert wird, dann tatsächlich Arbeit aufzunehmen. Die Niederlande hatten sehr schnelle Verfahren, hatten lange Zeit in Europa die schnellsten Asylverfahren. Sie haben sehr stark auf Multikulturalität gesetzt, also darüber, dass sozusagen die Gemeinschaften nebeneinander leben und keine sich in die Werteordnung der anderen einmischt. Das hat aber nicht gut funktioniert, denn dieses Nebeneinander-Herleben hat nicht zu einem guten Zusammenleben geführt. Und das hat sich in den Niederlanden in den letzten Jahren ja auch gezeigt. Und es hat sich gezeigt, dass Integration eigentlich das ist, worauf man nicht verzichten kann. Also man kann nicht sagen, okay, kommt zu uns oder aber kommt nicht zu uns, aber wenn ihr dann da seid, was machen wir dann mit euch? Man kann diesem Problem nicht einfach sozusagen ausweichen. Man muss es tatsächlich bearbeiten. Und das war ein zentraler Aspekt unseres Buches. Und mit der langfristigen Zielrichtung zu sagen, es werden nicht alle hier bleiben wollen. Man hat es ja vorhin schon angedeutet, es gibt relativ viele Weiterzieher. Es werden auch sicher viele zurückkehren wollen. Auch das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben.
in den letzten Jahrzehnten. Es sind immer wieder Bürgerkriegsflüchtlinge, wenn sich das in ihrem Land tatsächlich nachhaltig befriedet hat, wieder zurückgegangen. Es werden auch nicht alle hier bleiben können. Aber diejenigen, die hier bleiben, oder diejenigen, bei denen wir am Anfang noch nicht wissen, ob sie hier bleiben oder nicht hier bleiben, die sollten wir auf jeden Fall befähigen, in dieser Gesellschaft zu leben und das zu tun, was wir eigentlich von uns selbst erwarten. Und wir erwarten ja im Grunde genommen alle von uns selbst, dass wir uns in einen sozialen Rahmen integrieren. Das ist das, was wir versuchen, unseren Kindern beizubringen. Aber wir wissen ganz genau, es funktioniert nicht alles über Beibringen. Die Kinder müssen auch mal was beobachten können. Kinder lernen ja viel mehr von ihren Eltern, wenn sie sie beobachten, als wenn ihre Eltern ihnen sagen, tu dieses und lass jenes. Und diese Form von Beobachtung, die kann natürlich nur funktionieren, wenn es Sozialkontakte gibt. Ohne Sozialkontakte funktioniert Beobachtung nicht und ohne Sozialkontakte funktioniert Integration nicht. Und deswegen haben wir uns insgesamt 11 Imperative gelingender Integration vorgenommen und haben gesagt, das Zentrale ist, dass man aus Problemen lernt. Dass man nicht jedes Mal, wenn ein Problem auftaucht, sagt, aha, kann man es sehen, es funktioniert nicht. Sondern dass man sich dann anguckt, was funktioniert jetzt nicht, wo funktioniert es nicht und warum funktioniert es nicht. Und wie können wir das ändern? Und dazu gehörte, und das war eine intensive Erfahrung, die ich auch gemacht habe, 2015/16, als ich in Dresden, wo wir 3 Flüchtlingslager auf dem Campus hatten, der TU Dresden dann gemacht habe, wenn sie in so ein Flüchtlingsheim reingegangen sind, und das eine, in dem ich regelmäßig gewesen bin, das war ein Zelt mit 360 Feldbetten. Da war nichts dazwischen, gar nichts, keine Vorhänge, kein überhaupt nichts. Und da saßen die Leute da. Wir haben als Universität im Rahmen unserer Möglichkeiten Angebote gemacht. Es gab zivilgesellschaftliches Engagement, es gab Studierende, die Kurse angeboten haben, sogenannte ABC-Tische, die da im Zelt aufgebaut wurden. Diese Aktionen hatten ein Ziel, die Passivierung der Flüchtlinge zu verhindern, insbesondere auch in der ersten Zeit. Wenn man reinkommt in so ein Flüchtlingslager, dann atmet man diese unendlich schwere Luft des Demoralisiertseins, des Nichtwissens, was mache ich denn jetzt hier, was soll ich denn hier tun, wie geht's eigentlich? Und das muss man unbedingt verhindern, dass die Leute in so eine Frustphase hineinfallen. Und der erste Schritt für Integration ist deswegen, die Passivierung der Flüchtlinge insbesondere in der ersten Zeit zu verhindern. Zweitens, eine aktive Integrationspolitik speziell für Jugendliche in Bildung und Arbeitsmarkt zu betreiben. Der große Teil derer, die zu uns gekommen sind, sind ja Jugendliche oder junge Erwachsene, die viel beschriebenen jungen Männer. Und für die muss man tatsächlich sorgen, weil die nämlich sonst anfangen, sich andere Dinge zu überlegen. Das hat unterschiedliche Gründe. Teilweise gehören die quasi den Schleppern, die sie nach Europa gebracht haben, denn das Geld, das ist nicht von den Familien zusammengekratzt worden, so ohne weiteres, sondern die sind hoch verschuldet. Das gilt jedenfalls für diejenigen, die über das Mittelmeer gekommen sind. Die Route über den Balkan war sehr viel billiger, da hat man dieses Phänomen eher weniger mit den Schleppern, aber natürlich gibt es die Erwartung der Familien, dass die irgendwie ihnen Geld zurücktransferieren, dass die dafür sorgen, dass sie überleben können. Die Rationen in den Flüchtlingslagern in den Jahren 2013, 14, 15 sind permanent eingeschränkt worden, weil bei der UN beispielsweise die Zahlungen von verschiedenen Nationen nicht eingegangen sind, um die Nahrungsrationen kaufen zu können. Und dann haben sich die Leute auf den Weg gemacht. Da gibt es also Erwartungen, das heißt, man muss diesen Jugendlichen ermöglichen, einerseits Geld zu verdienen, relativ schnell, aber andererseits sie immer daran zu erinnern, dass langfristige Perspektiven, sprich Bildung, für sie besser sind. Und man darf den Arbeitsmarkt nicht so überregulieren, dass Neuankömmlinge keine Chance haben. Dabei muss man gleichzeitig das Problem der Unterschichtung immer im Auge haben. Nämlich, dass man sonst eine relativ große Zahl hat von Leuten, die sehr, sehr billig arbeiten und die dann letzten Endes in illegale Arbeitsverhältnisse irgendwie reinkommen. Also Schwarzarbeit und alles, was da dran hängt.
Das sind keine einfachen Dinge, deswegen darf man die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht unabhängig von ihren zivilgesellschaftlichen Effekten betrachten. Aber andererseits gibt es schon auch nach wie vor auf dem Bau, wenn man entsprechend aufpasst, dass die nicht alle in die Illegalität gedrängt werden, gibt es Möglichkeiten, auch in verschiedenen anderen Feldern mit eher einfachen Tätigkeiten, durchaus einen ersten Fuß in die Tür zu bekommen. Zweite ganz wichtige Aspekt sind unsere Punkte 5 bis 7, die Schulen zu Räumen der Integration und nicht der Segregation zu machen. Das heißt, man muss darauf achten, dass man nicht einen Anteil von nicht-muttersprachlichen Kindern von 70-80% bekommt. Wir haben den, nach unserer Auffassung darf der Anteil von Nicht-Muttersprachlern in einer deutschsprachigen Klasse nicht höher als 25% sein. Dann kann Integration funktionieren. Dann kann man auch erwarten, und das kenne ich sozusagen auch wiederum aus meiner Erfahrung als Mutter, dann kann man auch Kinder aus Pakistan, aus Kurdistan einfach mal mit nach Hause nehmen, aber wenn man die Minderheit nur noch ist, dann funktioniert das nicht mehr. Das ließe sich aber lösen mit einem Schulbussystem. Und zwar mit einem Schulbussystem, das alle Schulen einschließt, auch die Privatschulen. Sonst kriegt man nämlich solche Effekte natürlich, dass dann sozusagen der Mittelstand wandert aus in die Privatschulen. Das ist sowieso eine Beobachtung, die wir schon seit einiger Zeit machen können, weil sie nicht damit einverstanden sind. Aber Privatschulen kriegen relativ hohe staatliche Zuschüsse. Es wäre eigentlich kein Problem zu sagen, auch Privatschulen müssen das machen. Zum Teil machen sie es übrigens. Also es gibt einige, die das als eine wichtige Aufgabe auch betrachten, gerade kirchliche Schulen auch, sodass man nicht sagen kann, es ist so ein grundsätzliches Phänomen, aber es ist etwas, das man beachten muss. Und es ließe sich durch eine Aufhebung der Schulamtsbezirke und ein gegebenenfalls erforderliches Schulbussystem lösen. Und dann muss man natürlich Schulen und Bildungseinrichtungen angemessen ausstatten. Das bringt mich zu dem Punkt, wo man sagen kann, Integration ist ein wichtiger Motor grundsätzlich für die Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemen. Eigentlich alle, auch Kolleginnen aus der Pädagogik, mit denen man spricht, sagen, es läuft nicht gut in unseren Schulen. Im Grunde genommen kann man das auch relativ gut erklären. Wir haben eigentlich grundsätzlich zu große Klassen. Das hängt damit zusammen, dass in unser Bildungssystem zu wenig Geld gesteckt wird. Wir haben aber gleichzeitig eine Bewegung in der Pädagogik und Didaktik, die darauf setzt, dass die Kinder sehr selbstständig arbeiten, schon sehr früh, in der Grundschule schon. Und das führt natürlich dazu, wenn Sie, das können Sie in kleinen Klassen, kann man das schon machen, aber in großen Klassen ist das ein massives Problem, weil die Lehrer dann eigentlich quasi darum kämpfen, irgend sowas wie Unterricht überhaupt noch machen zu können. Und dann hat man ein Riesenproblem. Wenn Sie dann noch nicht muttersprachliche Kinder dabei haben, in großem Anteil, dann potenziert das die Probleme. Aber vielleicht wäre es auch die Gelegenheit, mal auf die Möglichkeit zur Lösung zu schauen. Und die wäre tatsächlich, sehr viel kleinere Klassen in Zukunft zu haben, darauf zu achten, dass die Mischungsverhältnisse stimmen und sich zu überlegen, welche Form von Selbstständigkeit schon in den frühen Stufen wirklich möglich sind für Kinder, die nicht aus der gehobenen Mittelschicht kommen. Das gilt nämlich sowohl für Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund als auch für welche ohne Migrationshintergrund. Also ich spreche jetzt auch mal wieder en passant aus meiner Erfahrung als Mutter. Wir haben eigentlich immer die Ordner unserer Kinder irgendwie in Ordnung gehalten. Wir wussten, wie sowas geht. Aber für Kinder, die Eltern haben, die nicht wissen, wie man so einen Ordner anlegt und wie man da so ein Lerntagebuch führt und alle so Sachen, die sind massiv benachteiligt von solchen Entwicklungen. Und das gilt eben nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund. Also Schulen zu Räumen der Integration und nicht der Segregation machen und auf diese Weise dann auch kurzfristige Perspektiven aufbrechen und langfristige Perspektiven schaffen. Das heißt, einen höheren Schulabschluss anstreben. Übrigens sehr nötig. In Sachsen-Anhalt verlassen 10,8% der Schüler und Schülerinnen die Schule ohne einen Schulabschluss. Und das sind die Zahlen von vor 2015. Das heißt also, davon, dass da ein Migrationsproblem im Hintergrund wäre, kann überhaupt keine Rede sein. Das sind grundsätzliche Probleme, die man aber vielleicht mit anpacken könnte, wenn man sieht, was für Probleme entstehen, wenn man nicht integriert. Meine Kollegin Naika Forutan
sagt zu so etwas immer, wir müssen auch darauf achten, dass die Deutschen gut integriert werden. Und da hat sie auch vollkommen recht. Dazu gehört dann aber auch, dass man neben der religiösen Identität andere Identitätsfaktoren beachtet. Früher mal waren ja Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern zu uns gekommen sind, Perser oder Iraner, dann waren das Türken, das waren Afghanen, gab es schon, ja, wie gesagt, in den frühen 80er Jahren. Heute heißen die alle Muslime. Für viele von denen, die sind so ungefähr Muslime, wie die meisten von uns Christen sind, so Feiertagsmuslime. Eigentlich spielt das in deren Alltag gar nicht so eine große Rolle. Es gibt eine Gruppe, die ist religiös hoch motiviert und hoch engagiert. Das ist aber ein kleiner Teil von denen. Und wir sollten uns hüten, die alle darauf festzulegen, in allererster Linie Muslime zu sein. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man andere Identitätsfaktoren betrachtet und dass man so etwas wie eine Individualisierung der Leute vornimmt, weil natürlich auch die Syrer nicht alle nur einfach nur Syrer sind. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Leute. Das würde dann auch dazu führen müssen, unser neunter Punkt, Diskriminierungserfahrungen so weit wie möglich zu begrenzen. Die kann man nicht verhindern. Es ist nicht möglich, Diskriminierungserfahrungen vollständig zu verhindern, aber man kann ihnen etwas entgegensetzen. Wenn man jemand ist, der in einem fremden Land lebt und mit allen möglichen Schimpfworten bedacht wird, Kanak ist ja das, was Sie alle kennen, aber da gibt es noch ganz viele andere, dann kann einem diese Schimpfworte sozusagen, die kann niemand einem mehr wegnehmen. Die hat man abgekriegt und die tun weh, aber wenn man ein paar Leute kennt, von denen man weiß, die beschimpfen mich nicht, die anerkennen mich, für die bin ich in Ordnung, dann macht das sehr viel aus. Es festigt sozusagen, es stabilisiert und schafft die Möglichkeit, diese Diskriminierungserfahrungen positiv zu bearbeiten. Dann ist es auch ganz wichtig, dass man Aufmerksamkeit für die Frauen hat und deren Integration. Da liegen, glaube ich, die ganz großen Sünden der letzten Jahrzehnte. Für die Frauen hat sich niemand interessiert. Frauen sollten nicht auf den Arbeitsmarkt. Frauen liefen irgendwie so im Haushalt mit, hinterher hat man sich drüber gewundert, dass die Frauen sich nicht integriert haben und sich dann ein Kopftuch, das ja ganz häufig erst in Europa angelegt worden ist, und übrigens haben viele der Syrerinnen, die hierher gekommen sind, ihr Kopftuch abgelegt, um sich besser anpassen zu können. Also für diese Frauen sollte man eine Aufmerksamkeit haben und für deren Integration. Das sind also unsere 11 Imperative gelingender Integration, die wir uns überlegt haben, und die bedeuten insgesamt, Integration ist eine Aufgabe, eine Arbeit. Eine Arbeit, die geleistet werden muss von der Aufnahmegesellschaft, um die Migranten zu befähigen, sich schließlich selbst zu integrieren. Aber dazu muss man sie erst befähigen. Das funktioniert nicht so ganz einfach von selber. Wenn Sie wollen, eigentlich bin ich zeitlich quasi am Ende, dann würde ich Ihnen noch die 5 Merkmale des Deutschseins vorstellen, denn wir haben ja dem Buch diesen etwas provokanten Titel, die neuen Deutschen, gegeben, womit wir mitnichten meinten, diejenigen nur, die zu uns kommen. Mit den neuen Deutschen meinten wir auch diejenigen, die bereit sind zu verstehen, dass das eine Aufgabe für unser Land ist und dass das eine Aufgabe ist, mit der wir unser Land besser machen können, wenn wir in der Lage sind, andere bei uns zu integrieren, so dass die ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen wollen, wir wollen auch Deutsche sein. Und dazu muss man sich natürlich überlegen, okay, was ist denn dann eigentlich Deutsch sein in einer modernen Gesellschaft? Also wir haben Deutschsein nicht kulturalistisch interpretiert, weil wir der Meinung sind, eine Kultur erschließt sich, wenn man in ihr lebt. Und sie erschließt sich auch immer nur in bestimmten Teilbereichen. Also wenn wir jetzt anfangen würden, über Leitkultur zu sprechen, also würden wir sagen, ja, Goethe, Schiller, das muss schon sein. Ich als Germanistin würde sowas sofort unterschreiben. Leider müsste ich dann allerdings die Hälfte meiner Studis rausschmeißen. Oder wir sagen Bach und Beethoven, naja, was sollen wir dann machen? Dann müssten wir ja eigentlich anfangen auszubürgern, weil der größte Teil der Deutschen sich dafür auch nicht interessiert. Also kurz und gut, wir können doch nicht für andere Leute zu einem Leitkriterium machen, was nicht eigentlich unser Leitkriterium ist. Was ist es? Ein Horizont, der spannend ist und den man vielleicht vorstellen kann als etwas Begeisterndes. Das kann funktionieren. Ansonsten würden wir sagen, die 5 Merkmale des Deutschseins sind einfach die Vorstellung, dass man sich durch eigene Arbeit und gegebenenfalls noch seine Familie versorgt und dass man
auf die Sozialsysteme dann zurückgreift, wenn man darauf angewiesen ist, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber die Vorstellung eigentlich auch tatsächlich, die in der Gesellschaft am weitesten verbreitet ist, man lebt von seiner eigenen Arbeit. Das muss begleitet sein, zweitens von der Vorstellung davon, dass dadurch Anerkennung und ein gewisser sozialer Aufstieg möglich ist. So hat sich die Bundesrepublik eigentlich seit ihrer Gründung begriffen als eine Aufstiegsgesellschaft. Jeder, der fleißig und tüchtig ist, der kann auch sozial aufsteigen. Das sollte einem auch nicht aus ethnischen Gründen, also aus Gründen der Herkunft, verhindert werden. Das ist etwas aber, das nicht so gut funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten und das wir so nicht weitertreiben sollten. Es gibt noch eine Anforderung, die haben wir uns in der deutschen Geschichte hart erkämpft, die ist wichtig. Religion ist eine Privatangelegenheit. Und sie ist nicht dazu da, sozusagen das gesellschaftliche Zusammenleben zu regulieren. Das gilt auch viertens für die Entscheidung für bestimmte Lebensformen und die Partnerwahl. Auch das obliegt niemanden anderen als den Einzelnen selbst. Das halten wir für ein zentrales Definitionskriterium einer modernen Gesellschaft. Ist jetzt in Deutschland auch noch nicht so lange durchgesetzt, aber mittlerweile haben wir sie, die Ehe für alle. Und auch wenn die nicht allen gefällt, so muss man doch sagen, offensichtlich ist die Ehe der zentrale attraktive Punkt, sonst würden ja nicht so viele dahin streben, genau das zu bekommen. Und der fünfte Punkt wäre das uneingeschränkte Bekenntnis zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Grundgesetz ist vielleicht, und das ist mein allerletzter Punkt, das, was es uns am leichtesten machen sollte, Menschen aufnehmen und zu integrieren. Das Grundgesetz ist geschrieben worden mit einem Blick zurück, in dem Bemühen, einen solchen Zustand nie mehr wieder zuzulassen und dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich, so unterschiedlich wie wir sind, frei und friedlich miteinander leben können. Und das ist die Aufgabe des Staates. Und deswegen steht auch in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mir hat mal jemand auf einer Veranstaltung gesagt, das muss heißen, die Würde des Deutschen. Nein. Darüber definieren wir uns, dass wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu wahren, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt und die Aufgabe von uns allen. Wenn es grün ist, dann ist es... Ja, okay, es ist grün. Ja, es ist ein. Ja, vielen Dank für diese beiden tollen Vorträge. Die erste Wortmeldung ist schon da, wenn ich das recht interpretiert habe. Bitte. Mein Name ist Walker, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin seit 4 Jahren in der Flüchtlingshilfe hier in Saarbrücken tätig, auch im juristischen Bereich, und möchte gerne deswegen ein paar juristische Anmerkungen zu Ihrem Vortrag, Frau Münkler, noch ergänzen. Zum einen, bereits seit 2 Jahren etwa dürfen alle Flüchtlinge etwa ab dem 3. Monat arbeiten. Also der Stand zur Integration des Arbeitsmarktes, den Sie hier dargestellt haben, der war so, der ist aber glücklicherweise nicht mehr so. Allerdings gibt es rein tatsächlich natürlich Probleme durch die sprachlichen Barrieren. Dann, was mir eben sehr wichtig erscheint, ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Flüchtlinge hier sind und sich hier bewegen und zu den Bedingungen, die sie hier auch sein dürfen, zu wenig geklärt wird, auch zu wenig geklärt wird in den Diskussionen, die von Politikern geführt werden.
Die Flüchtlinge, die hier sind, ist etwa ein knappes 1% sind asylberechtigt. 35% haben Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Etwa knapp 20% haben Schutz nach dem sogenannten subsidiären Schutz. Und dann sind es nur mal ein paar Prozent derjenigen, die hier geduldet werden, weil man sie nicht zurückschicken kann, da sie beispielsweise traumatisierende Erlebnisse in Libyen oder so hatten. Diese beiden wesentlichen Schutztatbestände des, nach der Genfer Flüchtlingskonvention, das hat mit Asyl überhaupt nichts zu tun, und nach dem subsidiären Schutz, die sind Schutztatbestände auf Zeit. Das heißt, sie dürfen zunächst mal unterschiedlich rund 3 Jahre hier bleiben. Dann wird immer wieder geprüft, ob im Heimatland sich die Bedingungen verändert haben, und wenn sie sich wieder zum Guten verändert haben, müssen sie zurück. Nach den Erfahrungen aus der Balkankrise, in der wir 2 Millionen Schutzsuchende hier hatten, wissen wir heute, die mussten nahezu alle zurück, bis auf jene, die es geschafft haben, nach unseren Vorschriften des Ausländerrechts sich hier niederzulassen. Dann, dazu müssen sie aber in der Lage sein, sich und ihre Familie vollständig und selbstständig zu ernähren, Sozialversicherung bezahlen und all diese Dinge. Dies können nach den Erfahrungen, die wir hier in Saarbrücken gemacht haben, die allerwenigsten. Wir gehen davon aus, dass maximal 30% der Flüchtlinge, die wir hier in Saarbrücken haben, etwa dieses Ziel erreichen werden. Abgesehen davon, dass es viele auch gar nicht möchten. Das heißt, es ist so, und das ist rechtstheoretisch auch die Voraussetzung für dieses ganze, für den ganzen Schutztatbestand, die Menschen dürfen kommen, sie bekommen hier einen Schutz. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Die setzt aber auf der anderen Seite, als Kehrseite der Medaille, voraus, dass sie dann auch wieder gehen, wenn sie den Schutz nicht mehr brauchen. Denn nur das ist die Voraussetzung, dass, wenn eine nächste Gruppe kommt von all diesen vielen Krisen, die wir in und um Europa haben, dass die eben auch zu gleichen Bedingungen wiederum Schutz finden können. Es geht nicht primär um Integration für diese Gruppierung. Es geht primär um Schutz. Und natürlich bedarf es der Integration, um die Leute sinnvoll zu beschäftigen, wie Sie gesagt haben, um die Kinder zu beschulen. Das ist alles richtig. Aber das ist nicht die primäre Aufgabe. Und wer aufgepasst hat in der letzten anderthalb Wochen, als die Frau von der Leyen in Irak war, hat sie diese militärischen Abmachungen gemacht, und sie kam zurück, und in den Zeitungen stand, die ersten 100.000 Iraker werden demnächst Deutschland verlassen. Wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein werden, dann wird das ein großes Thema. Und es ist von der Sache her auch richtig. Denn es gibt auch sehr, sehr viele Gründe, warum diese Menschen wieder zurück sollen. Es gibt sehr viele Gründe, und sie möchten überwiegend zurück, nach den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, in dem persönlichen Gespräch. Aber was durch diese etwas verquere Debatte, dass immer nur über Asyl gesprochen wird und verschiedene Migrationsbestände ineinander vermischt werden, führt auch dazu, dass nicht nur die Deutschen desorientiert sind über die Zustände, sondern auch die Flüchtlingsfamilien. Wir haben jetzt schon Flüchtlingsfamilien, die sprechen mit ihren Kindern nicht mehr Arabisch, weil sie denken, sie könnten hier bleiben, weil sie beispielsweise Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Die müssen natürlich gehen. Vielen Dank für den fundierten Beitrag. Wir geben jetzt einem unserer Referenten die Möglichkeit, darauf zu antworten. Also kurze Anmerkung zunächst mal dazu. Die Situation im Balkan unterscheidet sich fundamental von der im Vorderen Orient dahingehend, dass im Balkan die Europäer damals noch unter tätiger Hilfe der USA in der Lage waren, den Krieg zu beenden und eine Situation leidlicher Stabilität herzustellen. Das ist etwas, was wir bis zum heutigen Tag nicht wirklich völlig erreicht haben, was aber demnächst möglicherweise im EU-Beitritt von Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien und derlei mehr einzulösen ist. Jedenfalls haben wir als Europäer, dieses Wir, relativ viel Geld, etwas Militär zeitweilig, etwas Polizei immer noch und relativ viel administratives Personal hingeschickt.
Das heißt, wir waren in der Lage, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das, was Sie beschrieben haben, hergestellt werden konnte. Der einfachste Blick in den Vorderen Orient zeigt, dass diese Annahme illusionär ist. Diese Menschen werden mit Sicherheit über sehr viel längere Zeiträume hier bleiben und in dieser Zeit sind hier Kinder aufgewachsen. Und was Sie im Prinzip beschrieben haben, ist ein schönes Beispiel dafür, warum diese Politik nicht funktioniert. Sie geht einfach von falschen Voraussetzungen aus, die juridisch konstruiert sind, die aber mit den sozialen Wirklichkeiten nichts zu tun haben. Und deswegen bringt sie die Probleme hervor, die hinterher beklagt werden. Dagegen ist unser Vorschlag gewissermaßen, das Ganze noch einmal zu evaluieren, jenseits der juristischen Sortiermaschine, die in Deutschland entstanden worden ist und die genau diese Gruppierungen hervorbringt, von denen wir glauben, ist doch wunderbar geordnet, nicht? Aber es ist eine Ordnung, die mit den sozialen Konstellationen nichts zu tun hat, die daran vorbeigeht. Vielleicht ist das das Problem, mit dem die Deutschen notorisch zu tun haben, dass sie glauben, wenn sie juristische Kategorien eingeführt haben, dass damit die Wirklichkeit so sei, wie sie im Recht definiert ist. Ist sie aber nicht. Nun kann man versuchen, wir nähern diese Wirklichkeit dem Recht an. Das ist eine große Anstrengung, kann man machen. Aber wenn das nicht geht oder wenn das zu teuer ist, nicht? Oder wenn wir ganz viele haben, die eigentlich abzuschieben sind, die wir aber nicht abschieben können und unsere eigenen Gerichte verhindern das, ja was dann? Und das ist unser Vorschlag sozusagen aus einer anderen Ebene, das zu evaluieren, um das ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, als das der Fall ist. Denn keine Frage ist, die gegenwärtige Situation ist unbefriedigend. Ich würde gerne auch noch zu diesem Aspekt, dass Sie gesagt haben, es geht nicht primär um Integration, sondern um Schutz. Wenn Sie davon ausgehen selbst, dass, wie das rechtlich festgelegt ist, der zunächst einmal für 3 Jahre gilt ein solcher Schutz und dann wird er immer wieder überprüft, dann ist es natürlich zwangsläufig nur sinnvoll zu sagen, diese Menschen brauchen Sprachkurse, sie brauchen Integrationskurse. Denn erstens wissen wir nicht, was nach den 3 Jahren wirklich ist. Und zweitens, wenn man die Leute 3 Jahre lang nur schützt, aber nichts dafür tut, dass sie in diesem Land leben können, dann hat man massive Probleme und die Leute können auch nicht so ohne weiteres in ihre Länder zurück. Die fangen ja nicht quasi wieder dort an, wo sie weggegangen sind, sondern die fangen dann quasi unter Null an. Und das kann nicht gewollt sein. Ein bisschen habe ich mich gewundert über Ihre Statistik. Also 1% asylberechtigt, eine so niedrige Zahl ist mir noch nie untergekommen. Ja, das weiß ich schon und das wird aber bei uns zusammen behandelt. Also die. Ja, im Verfahren wird es gemeinsam behandelt. Ja, ich weiß, dass es kein Asylrecht ist, aber im Verfahren wird es gemeinsam behandelt. Sie können nicht nach Deutschland kommen. Das hat mit der inhaltlichen Sache nichts zu tun. Ist einfach so. Ist das dann noch nicht so genau? Doch. Integrationskurse ab Beginn für alle. Das ist ja so gemacht. Nein. Nein. Das mag im Saarland so sein, dann kann ich mich nur vor Bewunderung verneigen vor dem Saarland. Aber ich kann Ihnen sagen, in x Bundesländern, eine Länderregel ist das so, dass also beispielsweise die Afghanen sind fast alle ausgeschlossen von Integrationskursen. Ja, eben. Ja, es nützt aber für unsere Gesellschaft überhaupt nichts, wenn wir mit diesen Sortierungen arbeiten. Bringt uns keinen Schritt weiter. Also wir müssen jetzt zur nächsten Wortmeldung kommen und die liegt ja auch bereits vor. Der junge Mann, einige Reihen dahinter, hat sich zu Wort gemeldet. Ja, danke schön auch für den spannenden Vortrag von Ihnen beiden. Ich hätte 2 Fragen. Einmal an Herrn Professor Krummer, bezüglich des Erste Weltkrieg. Des Asylrechts, der Reformation des Asylrechts. Sie haben gesagt, man sollte das auch dahingehend reformieren, um halt die fähigsten Leute aus dem Land abzuwerben, aber darauf zu achten,
dass man eben auch Schwächere aus diesen Ländern holt und hier eben aufbaut. Beißt sich da aber auch nicht so ein bisschen die Katze in den Schwanz, dass man dann die Leute hier auch herholt, die Schwächeren ausbildet? Was soll dann mit denen geschehen? Bleiben die dann auch hier oder sollen die wieder zurück und dort auch das Land aufbauen? Mhm. Weil ansonsten haben wir ja das Problem, dass dort weiterhin die Wirtschaft brach liegt. Die fähigen Leute gehen weg, dann gehen halt auch ein paar Schwächere weg. Das bringt dem Land an und für sich nichts. Die Leute verarmen weiterhin und nächste Migrationsströme kommen. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage allgemein, auch zu der Integration. Das war alles sehr spannend. Viele von den Sachen erscheinen mir auch schlüssig, würde ich so unterschreiben, könnte ich so unterstützen. Mich würde nur interessieren, machen Sie denn aktiv, was sitzen Sie in irgendwelchen Gremien, dass Sie das so ein bisschen auch in der Politik etablieren wollen? Oder steht jetzt nur mal das Buch für sich etwas kritisch gefragt? Weil ich habe im Moment so das Gefühl, um Integration, da kümmert sich niemand drum. Also ich höre aus der Politik, ich meine, momentan haben wir ja großes Thema Koalitionsverhandlungen, große Koalition, zusammenfinden und so weiter, aber da interessiert sich doch irgendwie niemand für die Integration. Das höre ich auch nicht irgendwie von Grünen, Linken, von der AfD sowieso nicht. Was gibt es denn da? Also ich finde auch die Entscheidung von Merkel 2015, die Leute ins Land zu lassen, absolut richtig, aber das ja, wir schaffen das zu sagen und danach der Zivilgesellschaft im Prinzip dieses wir schaffen das zu überlassen und selbst dann halt, obwohl die Kassen sprudeln, da überhaupt nichts für zu tun, war doch ein bisschen falsch. Also wie bringen Sie denn jetzt Ihre Vorschläge in die Politik, konkret gefragt? Ich mache die erste Frage. Also Einwanderungsrecht, nicht? Als eine Reaktion auf den Umstand, dass wir Zuwanderung brauchen, um das demografische Niveau halten zu können. Und die Leute, die das untersucht haben, sagen wir mal selbst so jemand wie Collier und andere, sagen natürlich, okay, das ist ein Problem für diese Länder, weil die im Prinzip ihre Tüchtigsten verlieren. Gut. Das lässt sich nicht bestreiten, aber das Recht der Auswanderung oder der Suche nach neuen Möglichkeiten lässt sich auch nicht dahingehend limitieren, dass man sagt, die dürfen da nicht raus, nicht? Sondern freie Gesellschaften, das ist unsere Erwartung, müssen die Möglichkeit haben und zulassen, dass Leute sich bewegen und auch das Land verlassen. Wenn wir aber im Prinzip in dieser Konkurrenz sozusagen von diesen Leuten profitieren, also die unseren Erwartungen entsprechen, wie das hieß, ja, kommen ja im Prinzip alles nur gut ausgebildete Syrer am Anfang, dann stellte man fest, naja, so ist es ja dann doch nicht. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir damit eine moralische Verpflichtung ein, auch diejenigen aufzunehmen, die nicht unter den Bedingungen von Pull-Faktoren, also wir haben sie geholt, sondern von Push-Faktoren, es ist richtig, was daneben gegangen in diesen Ländern aufzunehmen. Es ist also eher ein Argument, das sich bezieht darauf, dass gesagt wird, aber wir können doch nicht alle aufnehmen. Ja? Und sozusagen dieses Argument, wir können doch nicht alle aufnehmen, ist, wenn es politisch gebraucht wird, in der Regel, wir können gar keinen aufnehmen. Nicht? Weil wir nicht alle aufnehmen, sollten wir gar keinen aufnehmen. So wird es ja im Prinzip verwandt. Was ich damit sagen wollte, ist, in dem Augenblick, wo wir Zuwanderung organisieren, aus Gründen unseres eigenen Nutzens, gehen wir eine moralische Verpflichtung aus, auch im Falle von Pull-Faktoren, also von Bürgerkriegsflüchtlingen, Menschlichkeit an den Tag zu legen, über das Maß hinaus, dass wir sagen, ja gut, aber unsere Nachbarn machen weniger, Franzosen machen weniger und so weiter und so weiter. Sodass man vielleicht sagen kann, wenn man das innerhalb der EU betrachtet, die Länder, die von Zuwanderung am meisten ökonomisch profitieren, haben auch die größte Verpflichtung, bei den anderen, bei wirklichen Bürgerkriegs- oder Naturkatastrophenflüchtlingen, die meisten aufzunehmen. Das war im Prinzip das Argument. Ja? Das ist sozusagen ein moralisches Argument, dass Sie natürlich da eine Reihe von Paradoxien anschließen können. Das ist klar, nicht? Wir kriegen keine Situation, in denen das so aufgeht wie sauber verschraubt oder etwas.
Die Länder, aus denen die Tüchtigen abwandern, haben nach wie vor ein Problem. Das ist so. Kann man aber sagen, na gut, dann müssen sie halt sich anstrengen, dass sie für die bessere Bedingungen schaffen. Und die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, die zunächst einmal nicht in ihren Arbeitsmarkt passen und in sie investieren, also nicht sozusagen, ihr dürft jetzt mal hier im Prinzip 3 Jahre unter unserer Aufsicht verwahrlosen, sondern in sie investieren, damit auch wenn sie zurückgehen, sie Fähigkeiten haben, die sie dort beim Wiederaufbau einsetzen, dann ist das eine Komplementarität, die sich moralisch im weiteren Sinne verantworten lässt. Darum ging es. Und dann muss man auch noch bedenken, dass es Rücktransfers gibt und dass diese Rücktransfers erheblich zur Stabilisierung der Herkunftsfamilien beitragen und letzten Endes dann auch zur Stabilisierung von Gebieten oder ganzen Ländern, weil das ganz häufig den Familien und dem auch größeren Verwandtschaftskreis überhaupt erst ermöglicht, in diesen Ländern weiterzuleben. Also die Funktion von solchen Rücktransfers, die sollte man nicht unterschätzen. Gibt es dazu konkrete Zahlen, wer wohin was zahlt und wie sich das dann auf die Bruttosozialprodukte auswirkt? Ja, da gibt es relativ genaue Untersuchungen drüber. Finden Sie auch teilweise Links auf der Seite des Bundesamtes für Migration und bei den Berliner Migrationsforschern. Die haben da relativ gute Zahlen dazu. Auch die Böckler-Stiftung hat da Untersuchungen dazu gemacht, dass diese Rücktransfers erheblich sind und große Wirkungen auf das Bruttosozialprodukt haben. Bangladesch, hat man gesagt, ist ungefähr 15% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, besteht aus Rücktransfers. Die sind nicht bei uns, ja, sondern die sind sozusagen in einem anderen Wirtschaftskreis. Aber 15% ist gewaltig. Ja. Was das Buch anbetrifft, naja, wir haben relativ viele Veranstaltungen gemacht mit Parteien, bei den Parteien und bei den unterschiedlichen. Also war jetzt keineswegs... Bei der AfD waren wir nicht. Nee, ist ja sinnlos. Also so wir glauben ja nicht an so große missionarische Möglichkeiten unseres Buches. Die sind gelegentlich auf unseren Veranstaltungen gewesen und da haben wir schon feststellen können, dass deren Lernbereitschaft nicht sehr hoch ist. Also bis die mal Deutsch gelernt haben, das dauert. Aber alles in allem ist es natürlich so, so ein Buch kann nur beraten. Ich meine, wir haben das Buch in einer sehr vergifteten Situation geschrieben, wo wir fanden, dass der Diskurs schon eigentlich völlig außer Rand und Band ist. Um da Einfluss zu nehmen, da kann man sagen, das hat auch nur mäßig funktioniert, aber es verhindert doch nicht, dass es wichtig ist, dass man sich dazu äußert. Der eine oder die andere Politikerin hat vielleicht auch was dazugelernt, aber natürlich ist es so, dass die auch immer quasi andere Sachen haben, die jetzt gerade mal wichtiger sind als das. Ja, hier vorne ist eine Wortmeldung, die Frau Alles. Dann Sie. Ja, mein Name ist Roswitha Alles. Mir fehlt ein ganz anderer Gedanke, nicht nur in Ihren Ausführungen, sondern auch in der Politik. Neu ist es, die Idee zu haben, in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, die Sozialstrukturen so zu verbessern, dass eine Flucht aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr notwendig ist. Wir könnten doch dann diese Flüchtlinge in Deutschland ausbilden, sie dann zurückschicken als Helfer dieser Idee und auch bezahlen. Also das ist eines der Elemente, die wir ja gerade noch einmal angesprochen haben oder die grundsätzlich unserer Idee des Abschaltens der juristischen Sortiermaschine und der bedingungslosen Investition in Fähigkeiten im Sinne von Bildung und Ausbildung zugrunde liegt. Denn wenn sie bei uns bleiben, sind die Voraussetzungen der Integration geschaffen. Wenn sie zurückgehen, dann bringen sie genau das mit, was sie angewandt haben, nämlich vielleicht eine bestimmte Form von Sozialdisziplin, die vielleicht in diesem Land höher ist als in anderen Ländern, bestimmte Fähigkeiten und Techniken und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, das Effektivste, was man da machen kann. Das Problem des Hereinkommens oder des Investierens in die Sozialstrukturen dieser Länder ist im weiteren Sinne deprimierend. Also ein Beispiel kann man, glaube ich, mal sagen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mal geglaubt, sie könne so etwas wie eine nigerianische
Gewerkschaft organisieren auf der Ebene der horizontalen Solidarisierung einer bestimmten Gruppe von Arbeitern. Da haben sie relativ viel Geld reingesteckt. Und als sie nach 4, 5 Jahren sich das genauer angeguckt hat, was da passiert ist, stellte sich heraus, es ist im Prinzip eine ethnische Struktur, die sie finanziert haben. Also gerade nicht sozusagen, wie Leute von der Friedrich-Ebert-Stiftung natürlich denken, entlang sozusagen von Klassenlinien, sondern von ganz anderen Solidaritätslinien. Das ist aus unserer Sicht korrupt. Aus der Sicht der dortigen Gesellschaft, aus deren Binnenperspektive, ist das moralische Ökonomie, nicht? Weil die aus der eigenen Ethnie oder der eigenen Großfamilie einem natürlich sehr viel näher sind. Und wenn man sagt, nö, aber mein Klassengenosse, der ist mir näher als du, ist egal, ob du aus demselben Stamm, aus demselben Dorf oder was auch immer kommt, dann wird das nicht verstanden. Im Gegenteil, der bringt es möglicherweise in Lebensgefahr. So, und dieses Problem ist quasi nicht überspringbar, wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt mal 50 Millionen oder was auch immer in die Hand, um in die Stabilisierung des Tschad, um ein konkretes Beispiel, weil das eine der großen Flüchtlingsrouten ist, zu investieren. Man investiert letzten Endes in dortige politische Eliten, dass sie halt eine Zeit lang da eine Reihe von Bewaffneten auf die Flüchtlingsrouten stellen, mit dem Ergebnis, dass im Prinzip die Transferrouten teurer werden. Das ist der tatsächliche Effekt. Und dass vielleicht kurzfristig mal das unterbrochen wird, aber dann finden die neue Routen. Also da sehe ich wenig Möglichkeiten auf Dauer, kurzfristig zu agieren. Längerfristig glaube ich, dass das Modell, das Sie angesprochen haben, nämlich dass die Leute hier ausgebildet werden und dann wieder zurückgehen, oder dass wir dorthin Leute schicken, die dort ausbilden, was vermutlich billiger ist, ja? Was aber häufig natürlich Sicherheitsprobleme aufwirft, wenn es sich um Bürgerkriegsländer handelt, dass wir auf diese Weise in die Strukturen investieren, also nicht Geld transferieren, sondern eher Know-how und Sozialdisziplin. Und dann müsste man natürlich faire Handelsbedingungen haben. Ja, das kommt hinzu. Ja, ja, jetzt die Dame, die da am Rand sitzt mit dem roten Pullover. Ja. Hallo, ich bin Andrea Kunz. Ich bin Sozialpädagogin und ich arbeite in der Wohngruppe für unbekleidete minderjährige Ausländer in Mannheim allerdings, nicht hier in Saarbrücken. Und ich begleite natürlich diese Jugendlichen in all ihren Belangen, die sie haben und Bedarfe. Und ich erlebe immer wieder, dass es ein riesengroßer Frustrationspunkt ist, von dem Erwerb des Hauptschulabschlusses den Übertritt zu schaffen in die Berufsausbildung. Also das ist ja prinzipiell sowieso auch, egal ob Deutsch, wo auch immer man herkommt, Migrationshintergrund, sowieso ein Riesenproblem hier in Deutschland. Und jetzt hatten Sie, Frau Dr. Münkler, gesagt, dass es erstrebenswert sei, einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen. Und ich habe mich gefragt, wäre es denn nicht sinnvoller, integrativ, höherwertiger, wenn man die Hauptabschulschlüsse oder die Realschulabschlüsse aufwertet und somit dann auch den Übertritt in die Berufsausbildung erleichtert und nicht eben dahingehend, dass man unbedingt Abitur braucht, um überhaupt den Übertritt zu schaffen. Da würde ich sagen, haben Sie im Grundsatz ganz recht. Das Problem ist nur, dass wir diese Abstimmung mit den Füßen, die es gibt, was alle aus der Hauptschule raus wollen, nicht verhindern können. Also das Problem ist, wenn dann nur langfristig zu bearbeiten. Natürlich ist es absurd, dass Leute erstmal Abitur machen, um dann eine Lehre zu machen, was man früher mal mit Hauptschulabschluss machen konnte. Aber so richtig verhindern, dass es schwierig ist, für die dann eine Ausbildungsstelle zu bekommen, wird man nicht. Man müsste sicher auch in den Hauptschulen viel lernen. Also was die Ausbildungsbetriebe sagen, ist, die haben nicht die Grundfertigkeiten, die sie bräuchten, um eine Ausbildung wirklich zu durchlaufen. Das heißt, man müsste sich die Bildungssituation in den Hauptschulen mal sehr genau angucken. Und da kommen eine ganze Menge von Problemen zusammen. Das sind nicht nur Probleme der Integration, das ist eines davon. Es sind auch Probleme davon, dass ein Teil des Beschulens in den Hauptschulen der Versuch ist, die Schüler halbwegs sozusagen ruhig zu halten und nicht mehr darauf zu achten, was sie eigentlich am Ende dieser Zeit können müssen. Das
hängt auch mit den viel zu großen Klassen zusammen und all den Problemen, die damit dranhängen. Und das würde eine grundsätzliche Umstellung erforderlich machen. Die Ausbildungsbetriebe, nach allem, was ich weiß, wollen das eigentlich. Die wollen auch gar nicht unbedingt partout Abiturienten haben. Aber tatsächlich ist es so, dass sie dann letzten Endes eher Abiturienten einstellen, weil sie feststellen, die anderen bringen die Mindestanforderungen nicht mit. Und an der Stellschraube muss man natürlich drehen. Beziehungsweise sie kriegen überhaupt niemanden. Ja. Nicht? Also die Situation in dem, im Handwerk zumal ist ja in wirtschaftlich prosperierenden Räumen katastrophal. Und da kann man dann schon darauf vertrauen, dass sich da etwas entwickelt. Die Zahlen scheinen da in der letzten Zeit sich deutlich verbessert zu haben, was den Zugang von Geflüchteten in solche Ausbildungen zum Facharbeiter, zum Handwerker und derlei mehr anbetrifft. Ich meine, in der Zeit, in der ich im anderen Zusammenhang wegen des Schreibens eines Buchs über den 30er Krieg in München war, hat man so aus dem Umland gehört, da gibt es Betriebe, die verlosen ein Motorrad dafür, dass man sich bei denen um eine Ausbildungsstelle als Lehrling bewirbt. Ja? Also sozusagen in wirklich prosperierenden Betrieben, wo man sagen kann, da ist tendenziell die Arbeitslosigkeit gegen Null. Da suchen die händeringend nach Leuten. Und da bin ich mir durchaus sicher, dass dann auch die Probleme, die du vorhin beschrieben hast, nicht sozusagen keine Anerkennung, keine Zugänge und derlei mehr, sich durch die Dynamik einer entsprechenden Prosperität auflösen, dann ist es denen auch irgendwann egal. Wenn sie vorher die ganze Zeit gesagt haben, wir stellen aber nur Leute ein, die mit Nachnamen Müller, Schmidt, was weiß ich was heißen, dass irgendwann sie auch sagen, ist egal, dann heißen die auch ganz anders und haben eher türkisch-arabische Namen. Hauptsache ich krieg Leute. Muss man aber auch die Residenzpflicht bearbeiten. Ja. Herr Mayer. Ja. Herr Mayer, warten Sie aufs Mikro. Ja, das hat jetzt nicht unmittelbar damit was zu tun, aber möglicherweise mit Fluchtursachen. Wie steht es eigentlich mit der europäischen und deutschen Wirtschaftspolitik in Afrika? Was bedeutet Wirtschaftshilfe? Was bedeutet Entwicklungshilfe? Ist das nicht Wirtschaftshilfe für deutsche Industrie, für deutsche Wirtschaft? Oder die der Freihandelsvertrag mit Afrika durch die EU, bedeutet der nicht die Ausbeutung der afrikanischen Wirtschaft, Landwirtschaft vor allen Dingen? Es werden hier ganz alte Strukturen und so weiter komplett zerstört. Oder Fischereipolitik in Westafrika, wo man das Meer praktisch leer fischt, Vertrag, glaube ich, mit Mauretanien. Ja. Können Sie dazu etwas sagen, dass wir in Europa eigentlich einen Großteil der Flüchtlinge selber erst produzieren? Jedenfalls, wenn es Leute sind, die nicht vor Bürgerkrieg und Dürrekatastrophen, sondern vor einer kontinuierlichen Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen flüchten. Da haben Sie völlig recht, das ist ein Problem, das im Prinzip bekannt ist. Es ist auch bei uns mal relativ intensiv diskutiert worden im Zusammenhang der Piraterie vor der somalischen Küste, wo man gesagt hat, naja, das waren mal früher Fischer, aber die haben jetzt gar keine Chance mehr, weil diese Fischfabriken aus der EU oder anderen Ländern, es ist nicht nur die EU, die EU steht da im Prinzip im Konkurrenzkampf mit Japanern, Amerikanern und anderen. Das würde sozusagen ein EU-Mensch immer sagen. Wenn wir das halt nicht leer fischen, dann machen es die anderen. Das heißt, man müsste gewissermaßen über EU-Politik so einen solchen Druck aufbauen, dass es globale Abkommen gibt, dass sich alle, die potenziell in der Lage sind, mit solchen Riesenfabriken da vorbeizukommen und die Meere leer zu fischen, sich verpflichten, das entweder nur im Rahmen bestimmter Quotenregelungen zu tun oder aber bestimmte Abstandszonen einzuhalten und so weiter und so weiter. Das ist eine der großen Herausforderungen, nur ist bekannt, dass natürlich die Europäer
letzten Endes diejenigen sind, die von den Folgen einer nachlässigen Wirtschaftspolitik gegenüber dem subsaharischen Afrika negative Effekte haben. Aber das haben in dieser Weise nicht die Amerikaner, zumal wenn sie dann auch noch Zäune aufbauen, und auch nicht die Japaner und derlei mehr. Es ist also nicht so ganz leicht, gewissermaßen die in solche Abkommen hineinzubringen, weil die gewissermaßen die Kosten nicht haben, die die Europäer haben, die sie motivieren könnte, darauf Rücksicht zu nehmen. Sie haben also völlig recht, das ist ein politisches Problem. Ein anderes Problem wollte ich aber auch noch hinzusagen. Es ist nicht immer, sind nicht immer nur die großen Industrien, die diese Probleme hervorrufen, sondern gelegentlich ist es auch unbedachte Mildtätigkeit. Also es gibt eine Fülle von Projekten, von Hilfsorganisationen, die die Situation verschlechtert haben. Etwa indem man gesagt hat, naja gut, was weiß ich, der Fleischkonsum eines bestimmten Raumes ist zu gering. Wir erhöhen deren Anzahl der Ziegen, damit die mehr Fleisch essen können und auch mehr Milch haben. Der Effekt aber war, wie Ziegen so sind, wer sie einzeln jemals beobachtet hat, die haben alles radikal gefressen. Mit dem Ergebnis, dass Gebiete, die vorher noch einigermaßen grün gelegentlich waren, Wüste geworden sind. Nicht? Also die Wüste wächst. Das war natürlich so nicht intendiert, nicht? Aber es war gewissermaßen eine mildtätige Einmischung in sich geschlossene ökologische Systeme, bei denen nicht Habgier, sondern im Prinzip Liebreiz zerstörend gewirkt hat. Das muss man auch gelegentlich sich vor Augen führen. Also letzten Endes, ja, das, was Sie gesagt haben, würde ich mal verstehen als einen Appell zu Klugheit und Nachhaltigkeit. Also auf längere Zeiträume hindenken und sowohl kurzfristige Ausbeutung als auch zu sagen, ach Gott, die armen Menschen, die hungern, wir erhöhen mal den Ziegenbesatz, sind ja auch Formen, die nur kurzfristig wirken und dann die gegenteiligen Effekte haben. So, es liegt noch eine Wortmeldung vor. Ich kann sie nur nicht mehr genau lokalisieren. Ja, Sie waren es. Genau, danke. Mein Name ist Jan Krüger und ich habe einen Kommentar und eine Frage. Der Kommentar ist, dass ich den Ausführungen der beiden Vortragenden weitgehend zustimme und auch die Argumentation jetzt in der Diskussion ziemlich gut finde. Und jetzt zur Frage. Mir ist durch den Kopf gegangen, was eigentlich passieren würde, wenn alle diese positiven Vorschläge, die Sie gemacht haben, sich realisieren würden. Wo würde dann das Flüchtlingssystem sich stabilisieren? Würde in diesem Push-Pull-System, von dem vorhin die Rede gewesen ist, nicht die attraktiven Kräfte hierher ins Unermessliche steigen? Also der negative Effekt, wenn man es gut macht, wenn es funktioniert, wenn alle denken, Mensch, da müssen wir hin, da ist gut sein, da lasst uns Hütten bauen. Ja, es würde wahrscheinlich einen solchen Pull-Faktor geben, das ist anzunehmen, denn nichts verbreitet sich eigentlich unter Menschen, die unter Migrationsdruck stehen, schneller als für sie gute Nachrichten. Also diese Gesellschaft nimmt uns auf und es funktioniert und also die, die schon da sind, die haben so gute Erfahrungen gemacht, da wollen wir jetzt auch hin. Aber andererseits darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen, dass Menschen so gerne ihre Heimat gar nicht verlassen. Also wir haben ja eben große Migrationswellen schon gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Und obwohl beispielsweise die Iraner, die am besten integrierte Gruppe in Deutschland von Fluchtmigranten sind, kann man nicht sagen, dass jetzt seither sozusagen ein unaufhörlicher Strom von Iranern, obwohl man ja sagen könnte, also so toll ist das im Iran jetzt nicht, hierher kommt. Sondern tatsächlich kann man sagen, solche Bewegungen, die erreichen ihren Peak und flachen dann wieder ab. Und das hat auch was mit den Rücktransfers zu tun. Und das führt, also fast immer können wir beobachten, dass es sozusagen ein Loslaufen gibt
Und dann hat das sozusagen die Fluchtbewegung selbst erzeugt einen Pull-Faktor, einen Sog-Faktor, weil alle, die vorher noch überlegt haben, oh, soll ich jetzt wirklich gehen und wollen wir, dass das unser Sohn geht und ach nee, eigentlich nicht, die denken dann doch, jetzt gehen alle, jetzt muss er auch gehen. Und dann ebbt das wieder ab. Also wir haben nie eine kontinuierliche, in der Geschichte der Bundesrepublik, nie eine kontinuierlich ansteigende Zahl oder so etwas gehabt, sondern wir hatten Hochs, dann, wenn es irgendwo massive Probleme gab, und dann ist es wieder abgeebbt. Nun kann man natürlich sagen, ja, das lag daran, dass wir es alles immer so schlecht gemacht haben, damit Leute gedacht, nee, da wollen wir jetzt nicht mehr hin. Aber alles in allem glaube ich, dass die auslösenden Mechanismen doch sehr stark in den Herkunftsländern liegen und dass Rücktransfers tatsächlich geeignet sind, Menschen auch zu ermöglichen, dort zu bleiben, wo sie eigentlich leben wollen. Ja, da hat der Druck natürlich nie aufgehört. Das stimmt. Ja, wissen Sie, die Völkerwanderung ist darum ein interessantes Phänomen, wenn man sagen kann, ja, wahrscheinlich waren es Klimaverschlechterungen in Zentralasien, die dazu geführt haben, okay, dass hunnische Reitervölker Druck auf die am Schwarzen Meer siedelnden Goten ausgeübt haben, die dann andere germanische Stämme vor sich hergetrieben haben und allerdings in einem sehr langsam ansteigenden Prozess in das Römische Reich eingedrungen sind. Aber die Völkerwanderung ist in dem Zusammenhang nicht uninteressant. Denn erstens waren es vor allen Dingen in diesem Falle blonde junge Männer, die in das Imperium Romanum eingedrungen sind. Und zweitens hat letzten Endes dieser Raum sie aufgesogen. Ja? Die haben sozusagen zeitweilig eine Oberschicht gebildet und germanische Regner auf dem Boden des Imperiums gegründet, aber dann sind sie aufgesogen worden und innerhalb dieser Bevölkerung aufgegangen. Das wäre sozusagen die andere Botschaft der Völkerwanderung. Wiewohl die alle bewaffnet kamen, nicht, und gesiegt haben und die Römer niedergemacht haben, dass es nur so eine Freude war, sind am Schluss sie eher integriert worden aufgrund der höheren technologischen Zivilisation des Imperium Romanum. Freilich um einen Preis, nämlich zunächst einmal den Verlust der städtischen Zivilisation. Es sind alles dann Bauern geworden. Ja, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das lässt mich Ihnen, Frau Münkler, Herr Professor Münkler, ganz herzlich danken für diese tolle symbiotische Zusammenarbeit, die wir hier erfahren haben. Und ich will aber nicht enden, um noch ein Zitat aus Ihrem Buch den Skeptikern entgegenzuhalten, das da lautet: Wer auf das Scheitern der Integration setzt, verliert in jedem Fall, und nur wer auf den Erfolg setzt, hat eine Gewinnchance. Deswegen sollten wir alle Anstrengungen unternehmen, die in unseren Kräften stehen, diese Integrationspolitik erfolgreich zu beginnen, weil sie hat ja noch nicht begonnen. Und wir haben dann eben eine Gewinnchance, andernfalls haben wir ohnehin verloren. Aber zum Schluss gibt es natürlich auch noch das Buch zu kaufen. Die Buchhandlung St. Johann hat hier wie so oft einen kleinen einen Bücherstand aufgebaut und unsere Referenten sind sicherlich auch gerne bereit, wenn sie das Buch erwerben, es nachher zu signieren. Ich wünsche uns einen schönen Abend.